Meine sehr verehrten Damen und Herren, wunderschönen guten Tag. Ich möchte Sie heute auf der Chefsache ganz herzlich begrüßen zu einer Talkrunde mit ganz besonderen Gästen und einem Thema, was in unserer Branche leider sehr oft vernachlässigt wird. Wir haben heute im Jahre 2012 eine Anforderung an einen Beruf, die nicht mehr erfüllt werden kann. Heute ist es so, dass die jungen Menschen, die in einen Beruf einsteigen, nicht mehr gezwungen sind, jeden Job anzunehmen, nur damit sie eine Ausbildung bekommen. Heute ist es so, dass die Berufseinsteiger als erstes Kriterium ihrer Wahl einen Beruf aussuchen, der ihnen Spaß macht. Und um den Spaß im Beruf geht es heute in unserer Diskussionsrunde. Und wie man diesen Spaß wecken kann und wie man den Spaß hochhalten kann, das wird ein Thema sein, zu dem ich ganz eloquente und ganz außergewöhnliche Gäste heute begrüßen darf. Die Talkrunde besteht aus Top-Servicekräften und aus Top-Küchenchefs. Und bei den Top-Servicekräften ist eine Dame dabei. Ich habe mal in der Zeitung gelesen, in der Fachzeitschrift, in einem Prisma aus Schönheit und Intelligenz paaren sich Anmut und Gastfreundschaft. Es handelt sich um Tayani Kanagaratnam, da habe ich lange dran geübt, Tayani Kanagaratnam, der Partnerin von Thomas Bühner im Restaurant La Vie in Osnabrück. Setz dich hin, wo es dir gefällt. Der zweite in der Talkrunde ist ein Mitarbeiter einer Gastronomie aus meiner Heimatstadt Düsseldorf. Es ist das Viktorien in Düsseldorf. Michael Noack ist seit 1995 der Leiter des Service und gehört zur ersten Garde der Top-Oberkellner Deutschlands. Ein zweiter Mann im Service, der heute vielleicht der erste Mann im Service in Deutschland ist, ist Miguel aus dem Restaurant Vendôme in Bensberg. Miguel wird heute vielleicht nochmal auf die Bühne kommen. Er gehört zu den ganz großen Connoisseurs der heutigen Gastronomie-Serve und Liebling der Gäste. Miguel Calero aus dem Vendôme in Bensberg. Weitere Gäste sind Herr Klaus-Peter Lump aus dem Barreis. Das Barreis ist eine der Service-Oasen in Deutschland und Klaus-Peter Lump ist einer der beliebtesten Kollegen überhaupt, wenn nicht der beliebteste. Last but not least, mein alter Freund Tim Raue aus Berlin. Das Restaurant Tim Raue hat erst seit 2 Jahren geöffnet und schreibt jetzt schon Geschichte. Herzlich willkommen, Tim Raue. Wo immer du möchtest. Ja, Tim Raue ist der Linksaußen, genau. Wir haben heute ein eigentlich sehr ernstes Thema zu besprechen. Wir haben eine Situation geschaffen in Deutschland, bei der der Fachkräftemangel gravierend ist. Dieses Symposium hier spricht die gehobene Gastronomie an und die gehobene Gastronomie ist es auch, die dieses Dilemma ausbaden muss. Wir können heute mit so gut wie jedem Gastronomen in Deutschland sprechen, wo seine Hauptproblematik ist und die Antwort wird immer sein, wir kriegen keine vernünftigen Leute. Mit vernünftigen Leute meint man in erster Linie den Service. Und wir wollen dieses Thema nicht dramatisieren, aber wir wollen es so darstellen, wie es heute wirklich ist. Und deswegen frage ich als Ersten den Dienstältesten dieser Runde, Herrn Noack, wie ist die Situation mit Fachkräften im Restaurant Viktorien in Düsseldorf? Ja, das ist, es ist schwierig. Ich meine, Düsseldorf, laut. Noch ein bisschen lauter, ja, okay. Düsseldorf ist zwar ein guter Platz, um attraktiv zu sein, als Berufsadresse zu gelten, aber die Not ist trotzdem so groß beruflich, dass
uns das nicht so viel nützt. Wir haben Not, gute Leute zu kriegen. Es gibt immer wieder ein paar Juwelen dabei. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und es gab tolle Zeiten, da gab es tolle Brigaden, die funktionierten Rad in Rad. Und, aber es ist doch auch durch Tradition oder durch Länge, dass man am Platz schon bekannt ist, es ist keine Wunderlösung. Und jedes Jahr ist schwierig, wenn Abgänge sind und die Löcher sind dann da und wir müssen sie wieder neu füllen. Und trotz, sagen wir mal, meines Patronats, das eine gute Rolle immer spielt, aber es ist ein ganz kleiner Markt von guten Mitarbeitern, die in diese Klasse des Service passen und die Not ist groß. Also die Not ist groß in Düsseldorf, in einer Stadt, die eigentlich, sage ich mal, so eine Metropole ist, weil man ja denken sollte, dass die Leute, die außerhalb der Metropolen wohnen, eher in der Metropole sich einen Arbeitsplatz suchen. Wie sieht es denn in Bergisch Gladbach aus? Haben wir in Bergisch Gladbach auch Personalmangel oder helfen die drei Sterne über den Personalmangel hinweg? Ja, erstmal schönen guten Tag. Ich bin froh, dass überhaupt so viele zahlreiche Leute zu diesem Thema auch hier anwesend sind. Also Not wäre übertrieben. Das muss man mal ganz klar formulieren. Wir spüren aber, dass, sagen wir mal, die qualifizierten Mitarbeiter nicht mehr ganz so da sind. Ich glaube aber, dass sie auf dem Markt sind. Wir dürfen aber bei der Diskussion nicht vergessen, dass vor 10 oder 15 Jahren wohl wirklich eine handverlesene Anzahl von Spitzenlokalen beste Mitarbeiter hatten. Diese Mitarbeiter heute auf 100, 150, 200 Restaurants verteilt werden müssen, weil vor 15 oder 20 Jahren, wenn wir uns mal die Bewertungen der großen Führer angucken, da reden wir halt von vielleicht 15, maximal 20 Spitzenlokalen. Jetzt nehmen wir 10 Köche, 10 Service-Mitarbeiter. Also das heißt, der Markt hat damals vielleicht ein Fünftel von den Leuten gebraucht, die wir heute brauchen. Wir sollten uns aber bei den Diskussionen immer auch darauf nicht immer nur beschränken, warum wir keine Leute da haben, sondern wir sollten auch selbstkritisch genug sein. Ich arbeite jetzt seit ungefähr 15 Jahren auf dem Niveau. Und da muss man schon sagen, dass wir alle auch sehr, sehr viele Fehler gemacht haben. Wir haben viele Mitarbeiter oder wir haben vergessen, mal Weichen zu stellen, uns um Mitarbeiter auch langfristig zu kümmern, Systeme, Gerüste, Strukturen aufzubauen. Und da gilt es halt darum, dass wir uns alle mal auch hinterfragen und vielleicht uns auch mal alle an einem Tisch setzen und vielleicht dieses Konkurrenzdenken, was wir unglücklicherweise alle auch haben, mal ad acta legen, sondern dass wir uns einfach mal an einem Tisch setzen und unsere gesamte Kraft bündeln, um zu gucken, was wir die nächsten 5 oder 10 Jahre mal tun können. Und das gilt sowohl für Service als auch für Küche, denn ich möchte mal sagen, und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber in der Küche haben wir auch nicht die qualifizierten Leute, die wir vor 15 oder 20 Jahren hatten, nur in der Küche. Und das soll jetzt hoffentlich nicht böse gemeint sein. Ob der Koch dreckige Schuhe hat, ob die Schürze kaputt ist, ob das Tuschon zerrissen ist. Aber für den habe ich eine Aufgabe und der kann mit seinen 2 Händen irgendetwas leisten. Sobald ich aber auf der anderen Seite jemanden habe, der mit einem Gast Kontakt aufnimmt, gelten auch andere Maßstäbe und andere Ansprüche. Und da muss man halt einfach ganz klar sagen, da müssen wir einfach mehr dafür tun. Wenn wir von den Mitarbeitern der Küche reden, Tajani, wenn du heute Bewerbungen bekommst von jungen Menschen, die gerne im Lavie in Osnabrück arbeiten möchten, was sind das für Menschen? Sind das Menschen, die man mit offenen Armen aufnimmt oder ist das heute eher so, dass man sagt, also die eine Hälfte kommt tätowiert und die andere Hälfte sagt schon vorher, eigentlich will ich nicht, aber das Arbeitsamt schickt mich, sonst kriege ich die Stütze gekürzt. Wie sieht das Bewerberbild heute bei dir aus? Eigentlich sehr gut. Ein bisschen lauter? Ich kann nicht laut reden. Doch, du kannst laut reden. Also du meinst, das hat sich in der Beziehung nicht so wahnsinnig geändert, dass man heute sagt, also ich glaube, wenn man heute die Schulabgänger sieht, die eine Ausbildung machen sollte, dass einfach diese Generation der jetzigen Schulabgänger
sich grundsätzlich von dem unterscheidet, was vor 20 Jahren von der Schule abgegangen ist. Sowohl von der Ausbildung, ich glaube, heute macht irgendwie 2/3 machen ein Abitur. Die haben schon mal hehrere Ziele. 1/3 macht kein Abitur und dieses 1/3, was kein Abitur macht, ist jetzt nicht unbedingt das Drittel, was man sich als Bewerber wünscht. Ich würde das sehr schön finden, wenn du bei dir Bewerbungen hättest von jungen Menschen, die diesen Beruf lernen wollen. Wir reden über den Beruf des Restaurantfachmanns bzw. der Restaurantfachfrau. Denn ich versuche jetzt so ein bisschen zu kanalisieren, ob das ein Großstadtproblem ist oder ob das eventuell ein Kleinstadtproblem ist, ob das ein Provinzproblem ist oder ob das ein generelles Problem ist. Das ist ein generelles Problem. Ganz dicht an den Mund, ganz dicht an den Mund. Dann geht's. So geht's? Jetzt, perfekt. Es ist heutzutage auch so schwierig, die jungen Mitarbeiter zu finden, zu motivieren, wegen unserer Arbeitszeiten auch. Es ist nicht mehr so wie früher, dass man bereit ist, 15, 20 Stunden am Tag zu arbeiten, sondern möchten 8, 9 Stunden, dann ist das Schluss. Ja, damit hast du natürlich das Kernproblem schon angesprochen. Genau. Ein Problem, was uns heute noch bestimmt öfter begegnen wird, ist natürlich diese unsäglichen Arbeitszeiten, die für einen Vollblutgastronomen gang und gäbe sind, aber für jemanden, der in diese Branche reingeht, natürlich absurd sind. Absurd von morgens bis nachts, absurd an Wochenenden und für junge Menschen absurd, Weihnachten ihre Eltern alleine zu lassen. In der Gastronomie normal, aber für junge Menschen absurd. Und da ist natürlich die Situation, dass man auch, wenn man diese ganzen Opfer bringt, was ist die Gegenseite? Was wird einem dafür geboten? Was kann man erwarten in diesem eigentlich? Und jetzt muss ich mal aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin selber gelernter Koch und ich habe dann eine zweite Ausbildung als Restaurantfachmann gemacht und habe in meiner beruflichen Zeit etwa die Hälfte der Zeit als Koch und die andere Hälfte der Zeit als Kellner, Sommelier und Barkeeper gearbeitet. Und ich finde, der Beruf ist ein wunderbarer Beruf, der wirklich toll ist, nur man muss ihn natürlich auch ein bisschen lieben. Und was können wir tun, damit man diesen Beruf lieben lernt? Und da ist natürlich, glaube ich, das, was Miguel gesagt hat, sehr, sehr, sehr viel dran zu tun. Darf ich dich fragen, Klaus-Peter, wenn bei euch Kellner eine Ausbildung machen, ist das eine Ausbildung, die zum Ziel hat, dass man seinen Traumberuf findet, oder ist das eine Ausbildung, die, sage ich mal, eher eine missliche Ausbildung, eine unangenehme Ausbildung, wo man sagt, boah, wenn ich meine Prüfung gemacht habe, dann mache ich aber 3 Kreuze. So, einen schönen guten Tag zusammen. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass jemand bei uns eine Ausbildung macht, der das einfach nur misslich macht. Also die meisten Azubis kommen mit Abitur, die das FAG-Modell begleiten, gell? Auch hinterher dann ein Studium machen, gell? Mit einem höheren Abschluss. Aber dennoch ist es so, dass ich widersprechen muss, gell? Ich meine, diese soziale Kompetenz muss natürlich heute auch in der Gastronomie, müssen wir schauen, dass wir diese Strukturen aufbrechen. Es ist nicht zeitgemäß, 15 oder 16 Stunden zu arbeiten. Und da sind wir gefordert. Und letztendlich ist es so, wir stehen im Wettbewerb mit anderen Berufen. Und wenn man jetzt die Nachtarbeit oder die Arbeit am Abend sieht, schauen Sie, der öffentliche Bereich heute, jedes größere Kaufhaus in jeder größeren Stadt muss halt bis 22 Uhr arbeiten. Die kriegen das auch geregelt, gell, dass sie vernünftige Dienstzeiten haben. Und die Problematik, denke ich, die liegt in früheren Jahren. Die Dienstleistung selber, die wird wahrscheinlich heute nicht honoriert. Gell. Deshalb ist es nicht möglich zu sagen, okay, wir könnten diese eine Schicht auf 2 Schichten legen, weil sie uns letztendlich nicht bezahlt wird. Aber wir müssen doch für die Zukunft wahrscheinlich auch dran denken, zu sagen, wie können wir das sozialverträglich machen, dass sich jeder Mitarbeiter letztendlich auch wohlfühlt. Und jeder Mitarbeiter hat es auch verdient, ihn so zu behandeln, wie man sich das selber auch gern wünscht. Gell? Also ich denke, Choleriker sind heute fehl am Platz. Und es gibt eigentlich nur noch ein großes Team und das wird bei uns also im Betrieb sehr vorbildlich gelebt. Also ich kann auch momentan nicht davon sprechen, dass wir
Engpässe hätten, was die Personalversorgung ist. Aber dennoch ist es so, wir können natürlich aus dem großen Fundus über 200 Mitarbeiter natürlich auch jederzeit Mitarbeiter fürs Restaurant akquirieren. Aber dennoch ist es so, sie schauen uns tagtäglich zu, wir haben eine Vorbildfunktion. Und wenn die jetzt sagen würden, sie machen die Ausbildung bei uns und sagen, nee, das tue ich mir nicht an, dann hätte ich was falsch gemacht. Das ist natürlich einer der Gründe, warum ich dich auf die Bühne geholt habe, weil natürlich ist es so, dass überall Fehler gemacht werden, aber natürlich ist es auch Gott sei Dank so, dass es Betriebe gibt, in denen alles richtig gemacht wird. Und du hast natürlich gerade in zwei Sätzen die Sache auf den Punkt gebracht. Auf der einen Seite hast du gesagt, wir kümmern uns um unser Personal und wir respektieren die Leistung. Wir nutzen niemanden aus. Und im zweiten Satz hast du gesagt, wir haben keinen Fachkräftemangel. Wir können beruhigt in die Zukunft gucken. Und also, das ist eigentlich schon, ich sage jetzt, will nicht sagen ein Schlüsselpunkt, aber um diese Sache dreht es sich hier, dass man auf der einen Seite nicht nur die Leistung honoriert, sondern auch, dass man das, den Beruf akzeptiert. Und ich möchte dich nochmal fragen, du bist vielleicht als Frau da etwas sensibler. Wenn ich das Arbeitsbild des Restaurantfachmannes sehe, auf Annoncen, auf Zeitungen, auf Broschüren der DEHOGA oder sowas, dann sehe ich meistens junge Frauen, die noch immer mit einem Häubchen und einem kleinen Schürzchen im schwarzen Röckchen und weißer Bluse abgebildet werden. Sowas erschreckt mich. Also sowas macht mich, also da kriege ich Angst, wenn ich sowas sehe, weil das ja genau ungefähr genau das Gegenteil ist von dem, was man sich heute vom Beruf erwartet. Warst du mal bei uns? Also ich war noch nie bei dir, aber ich kann mir vorstellen, dass ihr super schick ausseht und, ausseht und dass ihr dir folgend elegant und das toll macht oder sowas. Aber was muss man als Frau für ein Gefühl haben, wenn man im Arbeitsamt eine Broschüre kriegt von der DEHOGA, lernen Sie doch Restaurantfachfrau und da ist so ein Mädchen mit Schürzchen und Häubchen, die ein Tablett mit Kaffee in der Hand hat. Was muss man da als Frau denken? Was, ist das ein erstrebenswerter Beruf oder ist das genau das Gegenteil von dem? Das Gegenteil von dem. Das ist das Gegenteil. Auch heutzutage, genau. Ja. Genau. Und was glaubst du, was müsste man in dieser Situation der Fachkräfteanwerbung machen, um einen Beruf für junge Damen attraktiv zu machen? Für junge Herren, das finden wir später raus. Aber was muss man machen, um diesen Beruf für junge Damen attraktiv zu machen? Also bei mir ist es dann wichtig, aber bei den jungen Damen, wenn die zum Arbeit kommen oder vor dem Service, vor die Gäste kommen, dann, dass sie so sich fertig machen, schick wie möglich, wenn die eigenen Gäste zu Hause empfangen. Und wenn so erste Eindrücke entstehen, wenn die Gäste reinkommen, boah. Und wie moderierst du das? Wie kannst du diesen jungen Damen das beibringen, dass die sagen, okay, du bist hier nicht in einem Restaurant, sondern du bist hier bei dir zu Hause und empfängst Gäste? Oder wie transportierst du die Message? Wir sagen, wir sind nicht Thomas Bühner und Tajani Kanaretnam, die einzige Gastgeber im Haus sind, sondern alle Service-Mitarbeiter, die mit den Gästen zu tun haben. Also theoretisch versuchst du schon in der Ansprache zu deinen Mitarbeitern zu sagen, wir arbeiten hier nicht in Hierarchien, wo wir die Gastgeber sind und ihr seid die Teller schleppen, sondern ihr seid die Gastgeber und ihr seid Personen, die in diesem Haus wichtig sind, damit die Gäste wiederkommen. Ja. Damit musste ich jetzt mal zu meinem Freund Tim rüber wechseln. Du hast das clever gemacht, dass es nur ein Mikrofon gibt. Genau. Dafür kannst du am meisten reden. Ja, wenn du angefangen hast zu reden, ich unterbreche dich nicht. Miguel und ich hatten schon ein bisschen Sorge, aber jetzt sind wir richtig versorgt. Ja, Gott sei Dank. Also ich war ein bisschen besorgt, wo er anfing mit den Bildern und den Schützen. Ich weiß nicht, in welcher Broschüre also wie sollen sich Männer fühlen beim Arbeitsamt, wenn sie die Broschüre kriegen? Ja, okay, gut. Weil wir Männer sind Stissel, uns interessiert das nicht, wie wir aussehen. Aber was ich eigentlich von dir wissen wollte, ist, wenn man es auf der einen Seite schafft, dass man dem Mitarbeiter ein soziales Umfeld bietet und die Leistungen honoriert. Auf der anderen Seite schafft man es, dass man sich in der Gastronomie nicht mehr in die Rolle des Tellertaxis gezwängt fühlt, sondern in die Rolle des Gastgebers gezwängt hat. Wie schaffen wir es, diese
Diskrepanz zwischen Küche und Service zu glätten. Wie schaffen wir es, dass es, oder wie schaffst du es, dass dieser in vielen großen Betrieben andauernde Kleinkrieg beendet wird oder beendet wurde? Ja, ich habe die Servicechefin geheiratet und mittlerweile ist sie auch die Unternehmenschefin. Also das heißt, es ist ganz klar, ich bin die Nummer zwei im Unternehmen und dementsprechend habe ich mich auch zu verhalten. Ich glaube, dass der Kontrast dann eher bei Miguel liegt mit Joachim, aber da kann er gleich drüber reden. Was ich unbedingt noch sagen möchte, ich denke, ich habe eine konträre Sichtweise dazu, weil das, was wir machen oder wenn wir über die 100 besten Restaurants sprechen, dann muss uns doch auch klar sein, dass wir über die Elite reden. Und die Elite ist in unserem Land etwas, was immer noch teilweise unangenehm behaftet ist. Und wenn wir sehen, wie wir dieses Jahr bei Olympia in London abgeschnitten haben, das war die schlechteste Medaillenausbeute seit Jahrzehnten. Und das heißt, dass Leistung in unserem Land grundsätzlich in der vorlebenden Struktur nicht als das Positivste gesehen wird. Und ich finde, dass Leistung etwas ist, was es wert ist, zu leben. Nun mag das auch sein, dass ich aus einfacheren Verhältnissen gestammt oder gekommen bin und den Weg nach oben unbedingt schaffen wollte. Aber ich finde, und das lebe ich auch meinen Mitarbeitern vor, dass wir jeden Tag selber in der Lage sind zu bestimmen, was wir leisten wollen und wie wir es leisten wollen. Und wir sind Hochleistungssportler. Ja, die Profis im Fußball, die trainieren mehrfach am Tag, aber spielen maximal zweimal in der Woche. Wir spielen zweimal am Tag und trainieren noch davor. Und ich finde, dass es eine unglaubliche Leistung ist, die im Service wie in der Küche erbracht wird. Darauf können wir stolz sein. Und das Ziel der Mitarbeiter ist doch heute in diesen Betrieben auch, gerne, das Ziel ist doch, dass Sie eines Tages einem Restaurant vorstehen, nun in der Küche oder im Service. Natürlich ist der Weg dahin lang und er ist auch dornig, aber das ist ja in anderen Berufen auch. Und wenn man kurzfristig betrachtet, war es früher so, dass der Beruf in der Gastronomie nicht so gut bezahlt ist, die Arbeitszeiten sind hart, aber Klaus-Peter hat es toll gesagt. Also bei uns gegenüber, wo ich wohne in Berlin, da hat eine Kaisers-Filiale mittlerweile von Montag bis Samstag von 8 Uhr morgens bis 24 Uhr abends auf. Das ist auch kein Spaß. Und dann stehe ich doch lieber mit anderen zusammen, die gleiche Leidenschaft und die gleiche Passion haben. Das ist natürlich ein sehr, sehr löblicher Ansatz. Das Blöde ist, dass es in der Praxis nicht funktioniert. In der Praxis ist es so, dass die Elite, die ist die Ausbildung, die Kaderschmiede, ihr bringt das, die Fachkräfte, nur in der Breite von, ich weiß nicht, 30.000 Betrieben in der gehobenen Gastronomie in Deutschland haben über 90-95% extremen Fachkräftemangel. Und das noch nicht mal nur in Deutschland, das Ganze findet auch in Spanien statt, also wo man denkt, das ist das Land, wo das alles super easy ist und wo die Leute Service als selbstverständlich nehmen, die haben genauso einen großen Fachkräftemangel wie wir und leiden da genauso drunter. Und ich finde, das, was du sagst, ist wirklich 100% korrekt. Es ist natürlich lustiger und schöner, in einer tollen Brigade abends zu arbeiten, als in so einem blöden Supermarkt. Aber wir müssen dieses Wissen, dass es so ist, herüberbringen. Und wir dürfen dieses Wissen, glaube ich, nicht dadurch zum Einsturz bringen, dass man diese jungen Mitarbeiter, die nächste Generation der Fachkräfte darstellen sollen, in den ersten 3 Jahren verheizt. Und da ist natürlich gerade auch auf dem, ich sage jetzt mal, flachen Land noch immer dieses 60er, 70er Jahre Denken mit der ständigen und immer wiederkehrenden Ausrede, das ist nun mal in der Gastronomie so, noch immer an der Tagesordnung. Aber wir haben ja auch völlig konträre Entwicklung. Also ich sehe zum Beispiel, ich bin ein absoluter Spießer, was das Aussehen angeht. Und ich finde, dass wir unser Schaffen auf dem Teller ausdrücken können. Und ich halte nichts davon, wenn jemand übers halbe Gesicht tätowiert und 50 Mal gepierst ist. Und das in einem sehr hygienischen Beruf, den wir haben in der Küche. Und merke halt auch, dass da ein Wandel stattgefunden hat. Und wir haben es jetzt mal versucht mit jemandem, der viel Talent hat. Und dann im Endeffekt auch offen gelassen, wie er sich entwickelt. Aber du wolltest ja eigentlich was anderes von mir wissen, darauf komme ich jetzt mal zurück. Ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass die Küche Respekt hat vor der Arbeit im Service. Und das kann man nur entlang, wenn man wirklich auch einen Blick nach draußen wirft. Ich habe zum Beispiel in den letzten Jahren festgestellt, so wichtig wie es ist, dass ich auch mal in der Küche bin, ist es eigentlich noch wichtiger, dass ich im Restaurant bin, weil die Gäste
eine Präsenz sehen wollen, sie wollen unterhalten werden. Meine Frau sagt immer, das Einzige, was ich besser kann als kochen, ist quatschen. Und dementsprechend werde ich mehr rausgeschickt und habe immer mehr Respekt vor der Arbeit dann auch des Services gewonnen, weil es ist halt nicht nur Teller rausschleppen, hinwerfen und wieder abhauen, sondern im Gegensatz zu den Chef de Partys oder den Posten in der Küche, die einen Teller kennen, muss der Service alle 20 Gerichte wissen, kennen, benennen können, wenn der Gast da sitzt, was sind die für einen Schaum? Und dann nicht sagen, muss ich in der Küche nachfragen, sondern dafür wird auch trainiert. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und wenn du von Training sprichst in der Gastronomie, wie sieht denn das Training in der Praxis aus? Werden da Meetings gemacht, Schulungen, Lehrgänge? Wird da was angeboten für den Service? Ganz pragmatisch Essen und Trinken. Also das Essen und Trinken, was serviert wird. Und natürlich erklären, wir haben über das Internet, über Google, kannst du alles erfahren, was du wissen möchtest über Produkte. Wenn du nicht weißt, wo Chuyang in China liegt, kannst du dich reinhacken. Das geht ja heute alles relativ einfach. Und natürlich muss man sich auch Zeit für die Mitarbeiter nehmen. Also in der Ausbildung eher die Fachpraxis. Also nicht die Theorie, sondern eher die Fachpraxis. Man geht vor dem Essen hin und sagt, das ist unser Gerichtsmenü heute Abend und jetzt probieren wir das mal durch. Ich habe in der Vergangenheit schon oft das Gegenteil gehört, dass man in Restaurants arbeitet, wo die Kellner das Essen nicht anrühren dürfen. Findet den Weg, den du gehst, extrem charmant, extrem sexy und extrem praxisorientiert. Michael. Ich wollte nochmal einfach anknüpfen, wo jetzt die Lösung dann auch ist. Also erstmal im Betrieb müssen gute Bedingungen sein, wenn wir mal den nächsten Schritt gehen wollen. Also wir müssen erstmal gute klimatische Bedingungen haben. Wenn es den tollen Chef gibt in der Küche, dann muss der den tollen Partner finden draußen. Und es ist im Grunde eine eheliche Situation. Also man verbringt einen Großteil der Zeit im Haus und man ist sich so nah und man muss gut miteinander können. Und wenn das praktisch gelebt wird und die Offenheit ist so groß, dass man vom Gemeinsamen redet, es geht nur ums Gemeinsame und diese Kompensation zwischen diesen beiden Rollen, die dann in ein Ganzes mündet, das spüren die Gäste, die Gäste spüren es jede Menge, jeden Moment und auch die Mitarbeiter werden auf den richtigen Weg gebracht. Also die Harmonien bei aller Kompetenz unterschiedlich, klar, und Kompetenzverteilung, die wird gut gefunden und diese Überzeugungstat jeden Tag, jeden Mittag, einfach emotional, Klima, von intravenös am besten, ja, so hier mit einer Nadel, das ist eigentlich dann eine Chance, überhaupt unseren Job, den Serviceberuf auch für die da sind, attraktiv zu machen und ihnen das Wohlgefühl zu geben, auch dass wir da an einer gemeinsamen Sache dran sind. Und das muss man natürlich dann vermarkten und nach außen tragen. Und die Gäste wissen es alle schon von Barreis, von Leuten wie Brandt und Leuten wie Miguel und Ansgar Fischer und so weiter, diese ganzen wunderbaren Kollegen, die haben alle ihre Aufgaben im Betrieb und wir müssen jetzt irgendwie den nächsten Schritt gehen, dass wir davon auch wieder von der gemeinsamen Sache reden, dass es aller Ehren wert ist, Service zu machen und ich mache das über 40 Jahre und habe mich ganz gut gehalten, auch innerlich auch, aber es ist irgendwie auch eine Sache, Abitur muss man gar nicht haben, bevor man in den Job geht, sondern man kann sich auch im Leben irgendwie ein Abitur schaffen. Ja? Und ich kam von einer einfachen Ausbildung und es war ein Versehen, dass ich Kellner gelernt habe. Aber diese Erlebnisse, diese Bühne, die wir da betreten und diese gewaltige Erfahrung, auch menschlich, auch kulturell, auch sagen wir mal, die Sensibilitäten, auch die Psychologie, dieses Feingefühl zwischen den Tönen, ja? Dieses ganze große Inhaltliche dieses Berufes, ja, das ist so viel eigentlich, aber wir müssen die Ebenen schaffen, dass das alles zum Tragen kommt. Und dazu braucht es einen guten Chef und da braucht es einfach auch aus der Küche, Herr Lump ist ja auch ein starker Mann für vorne, der das auch alles nachvollziehen kann. Ja. Also ich meine, das ist einfach der Ansatz, wo wir weitermachen müssen. Ja. Also ich würde mal gern was dazu sagen. Also
diese Barrieren im Kopf muss man abbauen. Letztendlich ist es so, Küche und Service muss eins sein. Und Küche und Service muss gleich behandelt werden. Also in dem Augenblick, wo man von Klaus-Peter Lump, vom Harald Wohlfahrt oder vom Herr Raue spricht, gell, dann muss es letztendlich auch über seinen Service gesprochen werden, weil nur wenn man gemeinsam irgendwas macht, wir machen es nicht für uns, wir machen es letztendlich für den Gast. Und jeder Koch, jeder Service wird das Beste dafür geben, einfach für den Gast. Und ich denke, wir können nicht hier Barrieren aufbauen. Jetzt, wo ich gerade hier die Uta Bühler sehe, sehr, möchte ich doch sagen, sie hat sich mit dem Essener Kreis hier für den Service sehr stark engagiert. Aber dennoch sehe ich da noch ein Mango drin. Sie versucht mit dem, man versucht eine Gegenseite aufzubauen, anstatt dass wir das gemeinsam versuchen würden, zu sagen, Küche und Service eins zu machen. Ich glaube, da wären wir erfolgreicher, als jetzt einfach ein Gegengewicht aufzubauen, sondern ich denke, Küche und Service muss als eins betrachtet werden und das möchte ich jetzt einfach mal so in den Raum schmeißen. Da, ja. Absolut, ich denke auch, dass die Erfahrungswerte ja gezeigt haben, dass sich die Grundidee eines Restaurants gewandelt hat. Früher ist man nur wegen dem Küchenchef hingegangen, heute ist es einfach so, dass entscheidend ist Interior Design, Service und Küche und alle drei haben die gleiche Wertigkeit. Oder Miguel? Auf jeden Fall, keine Frage. Ich muss mal eins mal ganz klar sagen, nur dass wir das ein bisschen sortieren. Wir bezahlen sehr schlecht. Das ist Hauptargument Nummer eins. Nee, ich will ja was anderes sagen. Dann ernte ich gleich Buhrufe, kann ich auch mit leben. War schon mal gut. Also wir bezahlen super schlecht, ja, und wir arbeiten zu viel. Also das mit dem Arbeiten muss man jetzt mal ganz klar strukturieren. Ich nehme jetzt mal unseren Betrieb und fasse mich da an meine eigene Nase. Wir machen mittags um 12 Uhr auf. Jetzt kommt einer und will Geld ausgeben. Ja, also dann kann ich ja nicht sagen, ich mache um 14.30 Uhr oder um 15 Uhr, schließe ich die Tür ab, sondern der nimmt das große Menü, ist eigentlich ein guter Gast, kommt von irgendwo weit weg. Das wollen wir ja letztendlich. Wir wollen ja das internationale Publikum. Wir wollen aber nicht so lange arbeiten. Nur, dass wir das nicht vergessen. Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf. Der geht jetzt um 17 Uhr oder um 17.30 Uhr aus dem Restaurant. Um 19 Uhr fängt dein Abendessen statt. Und da wollen wir auch die Leute mit internationalem Renommee, die uns besuchen, weil dafür kämpfen wir ja auch tagtäglich. Der letzte Gast geht vielleicht um 1:30, 2. Das bedeutet, wir haben nun mal schon 11 oder 12 Stunden Leute im Genick. Wir müssen aber zweimal eindecken, die Küche muss mise en place machen. Natürlich können wir diese Strukturen aufbrechen, aber es muss uns allen klar sein, ja, alle Leute, die einen eigenen Betrieb haben, wir sind vielleicht jetzt mit dem Klaus-Peter und ich, wir arbeiten in einem Hotelunternehmen, es ist vielleicht was anderes wie das La Vie, das Viktorien und das Tim Raue, was nur ein reines Restaurant ist. Aber was die Qualifikation der Mitarbeiter angeht, und das ist Punkt Nummer eins, eine Pflaume, die 1.000 Euro verdient, wird dadurch nicht besser, indem ich ihr 5.000 Euro gebe. Und wenn ich spreche davon, dass wir Fachkräftemangel haben, spreche ich nicht davon, dass wir sie schlecht bezahlen, sondern einfach, dass die Qualität der Leute einfach nicht da ist. Und da müssen wir einfach an unsere eigene Nase fassen, warum das so ist. Punkt ist, dass wir seit 10, 15 Jahren so dermaßen schlecht serviceorientiert arbeiten. Ich kann Ihnen Betriebe nennen, da wird 1 Million Euro investiert. Da werden 8 Leute in die Küche gestellt und da machen 3 Leute auf 400-Euro Basis den Service. Und da frage ich mich manchmal, wie kann sowas denn funktionieren? Ja, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, was wir nicht vergessen, wenn ich in ein Restaurant gehe und das Menü kostet mich 150 Euro, wer macht denn den Umsatz in einem Restaurant? Wer macht Umsatz in einem Restaurant? Es muss uns doch allen klar sein, wenn wir irgendwo hingehen und wir fühlen uns super wohl, du hast eine super kompetente Bedienung, die ziehen dir das, also ich sag jetzt mal, du bist bereit, mehr Geld auszugeben, als wie wenn der Service schlecht ist. Also, wer ist der Umsatzbringer im Restaurant? Das ist auf jeden Fall der Service, aber der Service ist heute nicht motiviert, Umsatz zu machen, weil der am Monatsende kriegt er doch keinen Pfifferling mehr, ob der jetzt ein Digestif, ein Dessert, ein Kaffee anbietet oder sagt, kann ich noch was für Sie tun? Nein, danke, hier ist Ihre Rechnung. Aber am Monatsende wird er auf heller und fällig gleich bezahlt. Ja, aber genau das ist doch, was ich sage. Da müssen wir uns doch an unsere eigene Nase fassen, welche Strukturen, Motivationen, aber da müssen wir, was nicht sein kann, wir können nicht mit 100 Leuten, die das betrifft, dass wir uns unter 4 Augen mit denen unterhalten und jeder sagt dir die gleichen Probleme, sind aber nicht bereit dazu, uns mal an einem Tisch zu setzen und zu sagen, okay, was müssen wir jetzt machen, wo was ist.
Und was ich auch nochmal sagen will, und vielleicht müssten wir uns einfach auch irgendwo andersweitige Hilfe holen. Es ja, kann nicht sein. Eins wäre doch zum Beispiel, dass das Trinkgeld, so wie das, wir waren jetzt gerade in New York, das funktioniert wunderbar, schlag doch bitte 20% drauf. Dann hast du einen Gratuity für den Service und umso mehr Umsatz gemacht wird, umso mehr hat er davon. Und das ist eine Motivation, die Tairani jetzt nutzt, um was dazu zu sagen. Wir sind in Deutschland, das funktioniert nicht. Doch, es würde sogar funktionieren von der Idee her. Bei der Umsetzung ist es so, dass heute beim Bewerbungsgespräch der Restaurantfachleute sagt der Personalchef, sie bekommen, weiß ich, 1400 brutto, aber sie kriegen jeden Tag in der Regel zwischen 20 und 50 Euro Trinkgeld. Nur diese Regel funktioniert nur dann, wenn man im Restaurant à la carte 4 Tische, 5 Tische von vorne bis hinten bedienen kann und auch abkassiert. In der Praxis ist es aber so, dass man Bankett, Hochzeit, Helena Rubinstein, weiß ich was alles als Gäste hat, wo man mit dem Gastgeber überhaupt nicht in Berührung kommt, sondern man hat die Gäste abgerechnet und kassiert wird über Rechnung, über die Buchhaltung und man kriegt überhaupt kein Trinkgeld. Und genau an den Tagen, wo man es am dringendsten erwartet, kann man sich sicher sein, dass man keins bekommt. Trotzdem ist bei den Bewerbungsgesprächen das Argument, das Gehalt ist niedrig, aber sie kriegen jede Menge Trinkgeld. Und wenn wir jetzt einführen würden, dass wir 20% Trinkgeld geben würden in Deutschland, das Erste, was passieren würde, sie kriegen kein Gehalt, aber sie kriegen 20% Trinkgeld. Das ist das Erste, was passiert. Und das ist natürlich wieder, was du sagst, die Idee ist gut, was du sagst, funktioniert in Deutschland nicht, ist richtig. Ja. Das funktioniert hier nicht. Nee. Ja, genau. Aber wir dürfen in der Diskussion jetzt auch nicht vergessen, mit 20% mehr, sagen wir mal, alle, oder wenn ein Gast jetzt 20% mehr ausgeben muss, und diese Frage müssen wir uns ja jetzt mal letztendlich gefallen lassen, ich glaube, dass wir in Deutschland im Spitzensegment am absoluten Limit sind. Ja, wir haben, am Preis. Ich kann mich daran erinnern, vor 10, 15 Jahren, dann hieß es halt, wir können nicht nehmen, was in Frankreich passiert, wir können nicht dies und das nehmen. Wenn ich mich jetzt so umgucke, sind wir in Deutschland im Moment Europa mit Spitze. Und wir dürfen nicht immer den Fehler machen, das machen wir nämlich auch immer wieder. Ich darf nicht das kleinste Dorf in Sachsen-Anhalt mit London oder Paris vergleichen, sondern das ist halt einfach, Bergisch Gladbach ist auch nicht London und Bensberg ist auch nicht London oder Paris. Deswegen müssen wir eine andere Philosophie. Aber ich glaube nicht, dass wir in erster Linie, wir müssen selbstkritisch mit uns sein. Und wir dürfen jetzt nicht sagen, wir brauchen von jedem Gast 20% mehr, damit wir unsere Mitarbeiter besser schulen, weil ich glaube, das würde auch nicht funktionieren. Würde es denn eventuell andersrum funktionieren, dass man sagt, man ist am Erfolg beteiligt? Ach, ich weiß nicht. Ich denke, wir sollten mal über andere Strukturen sprechen. Wir sollten mal darüber sprechen, was bringt die Gastronomie einem Land? Ja? Wie stellen wir uns international auf? Ist das so schlimm, dass ein Bundesland wie Nordrhein-Westfalen, wie Baden-Württemberg, wie Berlin. Ich hätte mir ja gewünscht, dass die Spitzenrestaurants in Berlin den Flughafen bauen, dann hätten wir ein bisschen mehr Geld gehabt, um unsere Servicemitarbeiter vielleicht besser zu schulen, was da übergeblieben wäre, weil ich glaube, so perfektionistisch, wie die Gastronomie arbeitet, die hätten das nicht gehabt, das Debakel, was da passiert ist. Aber wo ist dann das Problem? Eine Stadt, die 20 Theater hat, muss das 21. Theater noch bauen, obwohl sie ganz genau wissen, dass 19 davon subventioniert werden. Eine Gastronomie oder eine Hotellerie, die Millionen Touristen anlockt, weil sie Spitzensegmente bringt und Leute aus überall aus der Welt kommt. Warum gibt es nicht Fördermittel? Nicht damit die Leute sich das in die Tasche stecken, sondern damit wir wirklich auch Strukturen und ein neues Gerüst aufbauen können, um in die Jugend zu investieren. Und da müssten wir uns auch Hilfe holen, aber das geht nur, wenn wir eine einheitliche Sprache sprechen. Das ist das, was... Das ist das, was überhaupt nicht funktioniert in Deutschland. Das ist eine Zusammenarbeit mit Regierung und Gastronomie oder Hotellerie. Das hat noch nie funktioniert und bis jetzt mussten Gastronomen und Hotellerie ihr Ding immer alleine machen, weil es keine Lobby gibt. Es gibt einfach keine Lobby. In dem Moment, wo es gibt ja noch niemals eine vernünftige Gewerkschaft, es gibt kaum einen vernünftigen Verband. Also Gastronomie, da ist der Gastronom auf sich gestellt. Und alles, was an den Staat geht, kann man per se erstmal vergessen. Das funktioniert nie. Ne, wir sind also mit der Gastronomie und der Regierung sind wir wirklich in einem Debakel, das aber seit ewig dauert. Bisher haben die Gastronomen immer alleine regeln müssen. Das ist nicht neu. Und das wird sich auch, glaube ich, in den nächsten Jahren nicht ändern.
Aber man sollte dranbleiben, weil wir brauchen auf jeden Fall Hilfe von außen. Anders werden wir diese Probleme auch nicht in den Griff bekommen. Die Vorteile der Gastronomie sind natürlich, dass man als Mitarbeiter in der Gastronomie, sowohl im Service als auch in der Küche, als auch in allen anderen Abteilungen, dass man ein ziemlich freies Denken haben kann. Also wir sind nicht so eingeschränkt in unserem Denken und in unserer Persönlichkeit, wie man es vielleicht wäre, wenn man in der Bank oder im Handel oder in der Industrie arbeiten würde. Gastronomen sind freie Geister und die treffen sich auch in der Gastronomie. Das ist ein Riesenvorteil für das tägliche Leben, ist aber ein Riesennachteil, weil diese freien Geister eben sehr schlecht sich organisieren und können und organisieren lassen. Das ist die Konsequenz daraus, ist das, dass man eben mit solchen Ideen, dass man ein Sternerestaurant als Kulturereignis bewerten kann oder als Zugmittel für Tourismus, das ist in der heutigen Situation zum Scheitern verurteilt, weil es eben da auf unsere Seite, auf Seiten der Gastronomen, eben zu wenig organisierte Organisationen und auch zu wenig Organisatoren gibt, um sowas in die Hand zu nehmen. Dazu kommt natürlich, dass in der Gastronomie immer so viel zu tun ist, dass man überhaupt keine Zeit für sowas hat. Ja, aber wir besprechen immer Punkte, warum etwas nicht funktioniert. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht darüber sprechen sollten, was wir tun müssen, damit es funktioniert. Also wir können jetzt sagen, okay, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Dann können wir ja so weitermachen wie bisher, weil schlecht geht es uns ja nicht. Ja? Was funktioniert, hat er gerade gesagt. Er hat eben gesagt, weißt du, man muss, wenn man schon einen perfekten Service haben will, dann muss man den nicht einstellen und sagen, der kostet Geld, der muss das alles selber können, sondern man muss fachpraktisch ausbilden. Man kann heute nicht mehr sagen, okay, wir lassen das mal laufen, wird sich schon irgendwo regeln. Nein, Fachpraxis, fachpraktische Ausbildung im Beruf und vielleicht eine Differenzierung zwischen verschiedenen Ebenen des Berufes. Dass man sagt, also in dem Moment, wo ich meine Lehre zu Ende habe, bin ich Kellner. Und wenn ich irgendwann sterbe, bin ich immer noch Kellner. Das kann nicht sein. Da muss es Differenzierungen geben. Aber auch da ist es ja dein eigener Weg. Also ich meine, Sommelier ist ein Beruf, der, wenn man sich dort selber bildet und arbeitet, unglaublich gesucht ist. Ich glaube aber trotzdem, wir sprechen hier über zwei Dinge. Also zum einen, wie schaffen wir jetzt wieder Nachwuchs ranzukriegen, den besser auszubilden. Und dazu müssen wir natürlich auch selber ausbilden. Wenn wir nicht ausbilden, haben wir keinen Nachwuchs. Und das andere ist, wie können wir diesen Beruf oder allgemein unseren Zweig wirtschaftlich besser darstellen, damit wir halt keine geringen Gehälter zahlen. Und das ist ganz einfach über Mehrwertsteuer zu erreichen. Also in Dänemark ist der Mehrwertsteuersatz für Gastronomie bei 4%. Ja, bei uns ist er bei 19%. Wenn wir diese Differenz von 15% sehen, die bei uns bleiben würde, dann hätten wir auf jeden Fall mehr Geld, was wir auch an die Angestellten verteilen könnten. Das andere ist natürlich tatsächlich, dass man sagt, wie kann ich das denn grundsätzlich unterstützen? Also unterstützen kann ich das immer, wenn ich Service, den ich sehe, wenn ich selber essen gehe, also wir verfressen und versaufen unser ganzes Geld auch immer noch, das macht viel Spaß, dass wir dann halt auch junge Menschen ansprechen. Also wenn wir eine Dame oder einen Herrn sehen, die einen super Job machen, dass wir A, ein gutes Trinkgeld geben und wenn wir B, der Meinung sind, die könnten zu uns passen, dass wir sie einfach ansprechen und auch kontaktieren. Und wenn das zum Beispiel im Szeneladen ist, wo du sagst, okay, wenn du die 20 Piercings aus dem Ohr nimmst, dir die Haare ordentlich schneidest, aber dafür auch für den Rest deines Lebens ein anderes Wissen vermittelt kriegst und auch eine andere Möglichkeit, dann ist das was eine großartige Herausforderung ist. Und ich glaube, dass die Herausforderungen im Leben für uns und die Neugier immer noch die wichtigsten Antriebsmotoren sind. Und wenn wir uns die nicht behalten, dann ist das egal, welchen Job wir machen. Dann werden wir immer rumeiern und es liegt an uns, Menschen zu finden, die wir begeistern können und dann auch an uns, in sie zu investieren. Okay, Klaus-Peter, wir waren eben dabei stehen geblieben, oder ich hatte es versucht, dich zu fragen, wie wir Leute motivieren. Ich fand das praktische Beispiel vom Tim ziemlich gut. Gibt es bei euch irgendwelche Maßnahmen oder Wege, wie ihr es schafft, euren Service das nötige Selbstwertgefühl oder beziehungsweise die nötige Ausbildung zu geben? Habt ihr da irgendwelche Programme oder Ideen, die man weitergeben kann? Also ich kann da mal nur für mich sprechen. Letztendlich ist es so, ich bin auch relativ oft im Restaurant unterwegs. Und wenn dann ein Gast zu mir sagt, sie haben eine tolle Servicemannschaft, dann muss man letztendlich auch sagen, es sind die Menschen, die das machen. Und sie sagen immer, sie haben tolle Angestellte oder tolle Kellner.
Und dann versuche ich immer, das zu erklären, das sind keine Kellner, sondern das ist ein hochqualifizierter Service, der genauso ein Teil ist von dem, was ich mache. Und ich bin letztendlich nicht das Restaurant Barreis, sondern das Team ist das Restaurant Barreis und ich stehe diesem Team vor als Dirigent. Gell? Und es macht im Endeffekt jeder bis zum Spüler runter hier einen perfekten Job. Gell? Und es ist wie eine automatische Uhr, da hat jedes Rädchen zu funktionieren und umso besser die Rädchen ineinander laufen, umso besser läuft diese Uhr. Und die Schulung, letztendlich der Service, der Küche, alles zusammen, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass es da keine Hemmschwellen gibt, dass es jederzeit, weiß auch mein Serviceteam, da muss keiner in die Küche gehen und fragen, Mensch, können wir das machen oder nicht. Jeder weiß, was wir können, was wir nicht können. Gell? Und wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Und ich glaube, Service ist nicht gleich Service. Und ich glaube, viele, wir haben nicht den geeigneten Ausdruck für einen guten Service. Wie kann man einen guten Service umschreiben? Das ist ein Wohlgefühl. Entsteht das Wohlgefühl durch Ambiente, durch Küche und Service. Und wie kann man es nach außen vermitteln, was guter Service ist? Also man kann es ganz schlecht sagen, gell? Weil jeder fühlt sich berufen vom Student, von der Aushilfskraft, jeder geht einmal kellnern oder wie auch immer. Jeder versteht sich als guter Servicekraft. Gell? Aber letztendlich ist das ja alles weit weg, weit davon weg von dem, was heute ein qualifizierter Service macht. Gell? Michael, ich wollte mal dich fragen, du hast ja auch noch in der guten Zeit gearbeitet. Also ich habe selber meine Lehre 1975 gemacht. Ich bin seit 35 Jahren in der Branche. Und es gab ja auch Zeiten, wo der Service nicht unter Fachkräftemangel gelitten hat, sondern wo man eigentlich ganz gerne in die Gastronomie gegangen ist und sich da auch wohlgefühlt hat. Kannst du mir noch vielleicht ein paar Argumente geben, wo man sagt, früher war es ganz normal und heute machen wir es nicht mehr. Und darunter leidet dieser Berufsstand. Ja, also ich habe gelernt, noch wo der Saalchef praktisch das Zepter des Hauses hatte. Also da war der Oberkellner die Eminenz. Das war Ende der 60er. Und dann kam das Küchenwunder, ne, mit Witzigmann Mitte der 70er, Ende der 70er, dann hat man uns so ein bisschen nach hinten gedrängt. Wir waren dann irgendwie Erfüllungsgehilfen und war auch großartig, was sich da bewegt hat mit Wodatz und die ganzen Protagonisten damals. Auch ein Schub auch für die Restaurants. Der Service blieb dann ein bisschen in der zweiten Reihe, weil die Teller, die waren so schick angerichtet, wir durften nicht mehr vorlegen und das Tranchieren, das fiel weg, das Filetieren, mal so ein schönes Chateaubriand, mal einen Fisch im Salzteig ausbrechen und so weiter. Dann ebbte das auch wieder ab und ich würde mal sagen, jetzt in den letzten 15 Jahren gibt es vielleicht eine Chance, dass wir wieder auf Augenhöhe sind. Also unser Betrieb ist es so, es ist auch ein Glücksfall, dass man einen Koch hat, der einem nahe ist oder der zweiten Teil des Abends auch oder des Mittags nahe ist, in seiner Offenheit, in seinem Gedanken. Und wir kriegen jetzt schon wieder ein paar mehr Gerichte am Tisch und wir machen auch mal wieder machen einfach was vorne, Crêpes Suzette oder so. Schöne Dinge, die den Service auch auszeichnen. Früher wurde geraucht, konnten wir Zigarren von Davidoff entzünden, war eine tolle Geschichte. Auch so von der Ästhetik, von der Optik. Die Schwarze, das konnten die eben. Die Köche konnten andere Sachen, wir konnten das machen. Einfach die Eleganz des Handwerkens vorne, das ist uns jetzt vielleicht wieder ein bisschen gegeben, dass wir das wieder ins Programm mit einbringen. Wir brauchen nicht zu leiden vorne. Wir sind so geschätzt als Teil des Abends. Und es muss nur in den Betrieben organisiert werden. Wir haben es ja gehört, wie schwer das ist, dass die Verwaltung, die Außenbürokratie und die Politik und so weiter, die werden uns nicht helfen. Das ist einfach alles nicht fruchtbar. Wir müssen es selber machen. Und wenn die einzelnen Betriebe, wie sie ja alle sind, wir sind ja alle praktisch auch Vorbilder dann, dass wir das einfach dann aussäen
und wir gute Leute entlassen, die wir da ausgebildet haben. Also wir müssen jeden Tag vorleben, vorleben, vorleben und mit diesem Herz und mit dieser Seele da an den Fall rangehen, an diesen schwierigen, manchmal schwierigen Gast. Und dann ist auch der Beruf aller Ehren wert. Irgendwie. Also ich habe mal was gesagt, also ich ziehe diesen Zwirn hier manchmal gar nicht aus und habe auch noch die Fliege an und dann sitze ich in einem U77 und fahre nach Seestern auf die andere Rheinseite und ich habe einfach auch die Identifikation dann, dass ich einen guten Job in der Gesellschaft mache, ja, und ich mich freue, wenn die mich erkennen, Mensch, das ist doch der von da, Mensch, der hat uns da so super einen Abend gemacht und ich schäme mich dafür gar nicht, also in so pubertären Zeiten, so mit 17, 19, 15, sagen wir mal da am Kudamm, ich bin in Berlin ausgelernt, in Schlosshotel Gehus im Grunewald, das jetzt 4 Jahreszeiten ist. Und am Kudamm hat man sich dann praktisch auch auf die Terrasse gesetzt und hat sich verkleidet in irgendwelche Leute, der man gar nicht war. Ja? Irgendwie, also wie gesagt, Service, guter Gastgeber sein, ist eine tolle Nummer. Ja? Und diese Offenheit, die muss man mit sich erstmal klar abmachen. Und dann geht es auch raus in die Öffentlichkeit. Und wie soll man es sonst lösen? Also das ist mal ein Ansatz. Ne? Miguel, ich weiß nicht, ob du, hast du mal Paco Ronchero kennengelernt? Ja. Paco Ronchero, mit dem habe ich vor ungefähr 2 Jahren dasselbe Thema, was wir heute besprochen haben, besprochen. Weil von dem weiß ich auch, dass es in Spanien genauso einen Fachkräftemangel gibt wie bei uns. Und der hat mir Folgendes gesagt. Er hat gesagt, bei uns in Spanien ist es genauso scheiße wie bei euch in Deutschland. Mit dem Unterschied, dass in meinem Restaurant kriege ich so viele Bewerbungen, dass ich mir da die Elite raussuchen kann. Und dann sage ich, warum ist das so? Und dann sagt er, das ist ganz einfach. Bei uns geht Küche und Service in einem übrig. Alle Gerichte werden in der Küche vorbereitet und am Tisch zubereitet. Und je nachdem, wie der Arbeitsablauf ist, wird mehr in der Küche und weniger im Service oder mehr im Service und weniger in der Küche gemacht. Und jeder, der im Service arbeitet, kann die Sachen machen, die in der Küche gemacht werden. Und durch die Tatsache, dass wenn der Laden brummt, dass die letzten Arbeiten auch von den Köchen am Tisch gemacht werden, ist jeder Koch mehr oder weniger auch ein Kellner in einer Person. Und deswegen gibt es da eigentlich keine Reibereien, sondern es ist eine gesunde Harmonie. Und das andere ist, dass die ausgebildeten Fachleute in Spanien, die möchten gerne in Anspruch genommen werden, die möchten gerne zeigen, was sie drauf haben. Und wenn sie es irgendwo können, dann ist es bei mir. Das sind die Worte von Paco Ronchero. Und das hat mir natürlich auch sehr viel zu denken gegeben, weil bei uns ja flambieren, tranchieren und das Vorlegen, Zubereiten am Tisch sehr, sehr, sehr wenig geworden ist, ob das eventuell auch ein Schlüssel sein kann, der den Beruf wieder attraktiver macht, dass man also vom reinen Transportmittel für Speisen und Getränke wieder zum Akteur wird, zum Teil der Küche, zum Teil des Programms. Was meinst du dazu? Ja, das ist schwierig, aber ich muss dazu sagen, in dem Punkt bin ich mehr Koch als Kellner. Weil ich denke, wir brauchen, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, dass es qualitativ natürlich immer besser ist, in der Küche zu finalisieren. Man muss aber auch dazu sagen, die Berufung eines Service-Mitarbeiters darf nicht daran liegen, dass ich jetzt eine Wachtel, ein Perlon oder eine Seezunge filetieren kann, sondern wir sind Gastgeber. Und das ist, der Klaus-Peter hat natürlich etwas Richtiges gesagt. Wir haben ja nicht mal einen Begriff dafür. Ein Koch ist ein Koch, das kann auch jemand in der Kantine sein oder in einem Fastfood-Geschäft oder in einem Spitzensegment und ein Kellner ist ein Kellner. Das hast du vorhin richtig gesagt, ich studiere oder mir ist ein bisschen Kohle zu knapp und dann kellner ich nebenbei eine Eisdiele und damit bin ich Service-Mitarbeiter. Aber ich glaube und ich muss mich jetzt leider outen, ich bin Spanier, das weiß ich und bei den Spaniern gehen auch manchmal so die Pferde ein bisschen durch, wir haben den besten Schinken, wir haben die besten Produkte und Paco sagt natürlich jetzt, er hat den besten Service, das muss ich ein bisschen revidieren und eins will ich auch mal ganz kurz feststellen, jeder hier im Raum ist ja ein Profi und jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, in welchem Land im Moment haben wir ein besseres Verhältnis zwischen Küche
Service und Ambiente außerhalb von Deutschland. Da sehe ich aber in Europa weit und breit gar nichts. Gar nichts, weil wir im Moment in den drei Segmenten ja, so weit von allen anderen entfernt sind. Wir können nach Spanien gehen, okay, was konzentrieren wir uns? 99% Küche, weil die Service-Mitarbeiter, da tut mir ein Gefallen, das ist jetzt nicht arrogant, aber da müssen wir uns, glaube ich, alle nicht mit messen lassen. Da sind wir ganz, ganz weit davon entfernt, was die Qualifikation angeht. Frankreich natürlich mit einer großen Tradition, aber was Souveränität angeht, was Gastgeberschaft angeht, was Wohlfühlen in atmosphärischen Restaurants angeht, ich weiß gar nicht, warum wir im Ausland immer belächelt werden, dass du in Deutschland, es ist kalt, die sind mürrisch hier und da. Schaut euch mal die Spitzenrestaurants in Deutschland im Moment an, verdammt. Und wir müssen langsam anfangen, auch darauf stolz zu sein und das mal auch ins Ausland zu transportieren und nicht immer noch aus dem letzten Zitrone noch den letzten Tröpfchen rauszumachen. Natürlich haben wir Probleme. Andere Länder in Europa würden gerne gastronomisch die Probleme haben, die wir in Deutschland haben. Wir haben nämlich fast keine Probleme. Wirtschaftskrise in Spanien, da brechen im Moment 40% aller Spitzengastronome weg. Wir haben uns lange, lange dagegen gewehrt, weil wir gesagt haben, wir kriegen kein internationales Publikum nach Deutschland. Das ist heute, wenn wir Krise haben, ist das deutsche Publikum, was uns die Treue und die Stange hält, sind die Leute, die uns fördern. Und wir haben keinen Rückschritt, sondern wir gehen auch noch weiter nach vorne. Und deswegen sollten wir versuchen, Weichen zu stellen, um die nächsten 5 oder 10 Jahre qualitativ auf dem gleichen Niveau zu bleiben, aber uns um uns den Nachwuchs zu kümmern, weil wir da meiner Meinung nach in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Aber wir dürfen die aktuelle Situation, in der wir uns befinden, was wir für eine Qualität im Moment im deutschen Spitzensegment, die lasse ich mir nicht kaputt reden und die sollten wir uns auch nicht kaputt reden, sondern wir sollten versuchen, unsere Energien, Gefühle, Emotionen zu bündeln und zu gucken, was müssen wir jetzt machen, um zukünftig weiterhin auf diesem Weg zu bleiben. Okay. Miguel, ich nehme das mal als dein persönliches Schlusswort. Ihr wisst, wir könnten jetzt noch ungefähr 18 Stunden hier weiter diskutieren und wir werden, und dieses Thema ist so mannigfaltig, dass wir sicherlich trotzdem keine finale Lösung finden werden, aber wir haben jetzt jeder ein paar wirklich sehr gute Sachen weitergegeben, die man auch im Kleinen wieder multiplizieren und nachverfolgen kann. Ich würde noch, bevor wir diese Runde auflösen, dich, Tim, Michael, Tajani und Klaus-Peter um ein kleines Schlusswort bitten, in dem das gesagt wird, was euch vielleicht wichtig ist und was wir heute noch nicht angesprochen haben. Tim. Ich habe definitiv genug geredet und gebe vertrauensvoll an Michael weiter. Vielen Dank. Ja, also ich finde es toll, dass wir ein Forum haben hier im Service, auch in dieser vollen Harmonie mit Küche. Und ich freue mich gerade auch so, Klaus-Peter Lump hier als starker, engagierter Typ. Tim Raue, klar, das ist die Ehefrau, die es auch bringt. Thomas ist auch familienbedingt sehr förderungsbereit, was uns angeht. Ja, es ist eine Chance, dass wir hier so ein Thema zum Anlass haben heute und einfach nach vorne schauen. Also es ist alles möglich mit unseren Spitzenrestaurants. Ja. Also, ja, war das schon ich möchte letztendlich so sagen, wir haben einen der tollsten Berufe, den man mit Küche und Service erarbeiten kann und wie man sich darstellen kann. Wir sollten uns letztendlich auch hier in dieser Situation, wie der Miguel sagt, den Erfolg nicht totreden, sondern wir sollten nach vorne schauen und gemeinsam stark sein und zu sagen, okay, wir wollen was bewegen und nicht immer nur jammern, wir haben einen Fachkräftemangel, sondern wir wollen was dafür tun. Und was wir dafür tun, da muss sich jeder selber auch Gedanken machen. Also es wird nicht die Allgemeinheit dafür sorgen, sondern jeder einzelne Betrieb muss dafür schauen, was kann er seinen Mitarbeitern bieten und was kann er dafür tun, dass sich der Mitarbeiter wohlfühlt. Vielen Dank. Eins, zwei. Ja, vielen Dank, Ralf. Ich stehe mal hier auf. Das war wirklich toll und spannend und ich denke, ihr habt sehr, sehr viel aus diesem Thema herausgeholt. Vielen Dank an alle. Also ich möchte mich auch bei meinen Talkgästen bedanken. Ich würde gerne mit euch fünf eigentlich lieber im Restaurant am Tisch sitzen und so ein Ding nochmal durchziehen.
Das war wirklich sehr spaßig, für mich sehr amüsant und sehr charmant. Für die lieben Zuschauer, wenn Sie sich heute Abend die Porte Culinaire, die in Ihrer Abschiedstüte drin ist, zu Gemüte führen, bitte auch mal auf den letzten Seiten lesen. Auf den letzten Seiten ist ein großer Bericht über das Thema Service. Dieser Bericht heißt, der Service ist sicher. In dem Moment ist er allerdings noch ein bisschen zynisch gemeint. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Ihr Ralf. Ja, vielen Dank nochmal.